Paper Dolls oder Domestic Affairs? Also sie finde ich strange, interessant. Sie scheint irgendwie bei einem Geheimagenten-Dingen zu sein. Und sie hat irgendwelche Fähigkeiten. Das war das mit dem Analysieren oder so. Oder das ist einfach nur eine Art und Weise, wie man es versucht hat, stilisiert darzustellen. Es könnten so eine Art Engel sein oder so eine Schicksals... die gleiche Reihenfolge. Okay, dann nehmen wir Domestic Affairs. Also wir spielen heute Abend noch das Kapitel jetzt. Dann ist Schlafenszeit. Und dann müssen wir gucken, dass wir das in den nächsten Tage rein manövriert kriegen. Morgen kommt ja wieder was anderes. Mal gucken, was. Ich glaube, entweder... irgendwas. Samstag ist ja Witcher dran, ne? Und Sonntag nochmal irgendwas anderes. Wahrscheinlich wird es dann am Montag weitergehen. Also das spielen wir definitiv weiter. Fakt. Okay, wir machen Domestic Affairs, Kapitel 2, Untreue. The next station is Platt Square. Previously on Last Stop. Are you right, babe? Yeah, just had a long day. My babe's saving the world again, is she? Most exciting desk job there is. See, you've met Amy. Is that her name? She's getting fast-tracked. What? I've decided to include Amy in the selection process. Let's see who comes out on top. Untreu. Ah, das sind doch so eine Schweinebuchten, oder? Hey, Dad. Oh, wir sind zu Hause bei Papa. How's life inside the military-industrial complex? Blown up any babies with your death robots this week? No, sorry. But hey, maybe when you overthrow the government, you can have me thrown in the gulag. That might cheer you up. All I see in the news these days is robots. Robots killing people, robots taking jobs, robots having sex with people. Roboter. You know, in my day, we'd have balloted if someone tried to give a job to a bloody robot. Strong industrial action is what we need. Ist sie vielleicht ein Roboter? How's the ticker? You've been doing your exercises like Dr. Lund recommended? That's another thing that's gone to the dogs. The state of the health service in this country. Okay, before you get deep into another one of your rants, do you fancy going for a walk? Nini, you're just trying to shut me up? Well, I won't fall for it. I guess I'll feed the pigeons without you then. Well, don't dawdle. Lead on. Okay, how was he? Good to see my grandson. He came over the other week. But you come over here every day. Some of us are sadomasochists, clearly. Weiß ich nicht. Vielleicht ist es ein Roboter. Warte mal. Been growing anything in your allotment? Bastards took it away from me. Ach, der ist im Altersheim. I don't get it. Didn't you share it in a cooperative? The fascist closed ranks and forced me out. Didn't have the stomach for my radical proposals. And there it is. Das ist ein Altersheim. Okay, ich glaube, wir müssen uns hinsetzen und dann den Taum füttern. Here you go, comrades. Get your beaks around this manky old bread. Ist der Russe? Dad? I wanted to ask something. I call these two Tony and Alistair. Mangy old bear. Was it always easy being married to Mom? What? I don't know, I was just wondering. You and Mom were married for 40 years. That's a long time to be with one person. Where did you get that idea? Our marriage was strong. Your mother shone like gold.
You know, she saw the beauty in all things, Nini. No matter how cracked and broken. Spending 40 years seeing the world through her eyes was a privilege. She was always so patient with us. Do you remember that mobile we made together? The one I tore down in a strop. Seabirds of the British Isles. I got it from the RSPB. Oh, your mother loved coming here to feed the birds. RSPB, kann er ihn googeln? Everything took a turn for the worse when she left us. Yeah. But we all have to push forward. So, Royal Society of the, for the Protection of Birds. I don't know why you turned out like you did. It's getting on. We should head back. Sie ist sehr kalt, ne? Gefühlskalt. Not enough of me, I see. Okay. Take me home. Genau, danke, Sascha. I imagine you're in a hurry to get back to work. No, I'm done for the day. Good. You'll have time for a cuppa then. I had Julia come round here the other day. You know, Julia from the book club. Anyway, she was trying to get me to sponsor her boy to climb some hill in South America. Can you believe the cheek of it? What does climbing a mountain, let alone traveling all the way to Argentina, have to do with charity? They've got it the wrong way round. I'm not paying for someone to have a lavish holiday. Who do they think they are? It's an insult, to be honest. And if you want a holiday, you can have a weekend in Wales like the rest of us. Don't be shy. I'll have a little more sugar. Keep it coming. A little more? Seriously? Nini, fetch the chocolate biscuits. What is this? Müdigkeit hoch, Hunger runter, Gesundheit mittel, Bewusstseinssturm. Ist das eine Falle? Was zur Hölle ist denn hier los? Hat die jemand platziert? Ein Moment mal, was ist das? Gibt es hier Kekse? Obwohl ich schon verbissen würde, wenn er etwas Feineres kaufen würde. Bei den Teebeuteln war Dad schon immer geizig. Genau, ich bin die Briten, die trinken heißes Wasser mit Milch. So, und das ist das, was ich nämlich meinte. Guck mal, Minas Lebenszeichen, sie hat eine Statistik darüber, wie es ihr gerade aktuell geht. Ne? Das ist der Blutdruck 120 zu 80, wie es scheint, ne? Und ein 98er Puls. So. Offenes Gebäude mit großen Fenstern, anfällig für Überwachung von außen. Sichtlinien sind noch verdeckt. Okay. Nicht blutunterlaufen, nicht gewaltet, keine Anzeichen von Rausch, erscheint zurechnungsfähig, jedenfalls für Dads Verhältnisse. Versteckte Päckchen, scheint nichts an der Person versteckt zu haben, keine versteckten Waren. Ich kann annehmen, dass ich sein gesamtes Versteck ausgeräumt habe, auch kein Anzeichen von Mithören. Polizei hat ihn noch nicht geschnappt. Risiko für persönliches Ansehen. Is this some kind of joke? Put it away, poking around in other people's business. What the hell are you doing with drugs in your flat? Oh, stop being such a wet blanket. They're therapeutic. You know, I use them scientifically. I just can't fathom it. You, of all people, why would you? They're psychedelics. Safer than riding a bus, you know? I take them to broaden my mind. Where are you getting them from? Oh, so the stuff shirt is taking an interest, huh? You want some too? Try one of mine if you like. Oh, nice, Dad. You're trying to implicate me now? Just tell me who's supplying you. Oh, you wouldn't believe the things I've seen, Nini.
a bizarre city in the middle of the desert with strange beings with red and green skin and a huge flower with glowing walls. Trippy, huh? His name, Dad. Calls himself Spider. He was very easy to find. I looked him up online at the library. Here, I'll write down his phone number. Kann nicht aufhören, an dich zu denken. Oh, wir gucken mal. Das ist unsere Affäre. Hast du gestern Abend die Dokumentation über Thatcher gesehen? Ich fand sie ziemlich gut. Hab sie nicht gesehen. Hast du heute Abend Zeit? Hab heute Abend was vor, aber wir können uns zum Mittagessen treffen, wenn du magst. Ich komm vorbei. Wehe, du bist nicht zu Hause. Oh, dominant. Wie der Zufall es will, bin ich zu Hause. Bin gerade von der Arbeit gekommen. Hab überlegt, zum Supermarkt zu gehen, um was zu holen. Aber wir könnten auch auswärts essen, wenn du magst. Keine Zeit dafür. Ich hab nur circa eine Stunde, dann bin ich weg. Ha, feurig. Ist also eine schnelle Nummer, wenn du das so willst. Ha, also, wollen wir was Heißes? Wie? Ja, wir könnten was zum Mitnehmen bestellen. Moment, tut mir leid, dein Unterton ist völlig an mir vorbeigegangen. Hehe, diese schmutzigen Gedanken. Ich kann dir auf jeden Fall meine Bettqualitäten unter Beweis stellen, wenn du das willst. Sorry, ich bin mir nicht sicher, ob die letzte Nachricht gesendet wurde oder nicht. Hab mich noch nicht an das neue Handy gewöhnt. Sorry, hab sie gerade erst bekommen. Ich war in der U-Bahn, bin in 15 Minuten bei dir. Ah, okay. Felix, kann nicht aufhören, an gestern zu denken. Er sieht Aliens in ihrem Habitat. Ja, das ist alles irgendwie sehr, sehr mysteriös, ja. Necke ihn, sei forsch, kein Wirbel. Necke ihn. Vielleicht überrasche ich dich ja nachher. I need to meet someone. You'll stick those in the bin as soon as I'm gone. Okay? Oh, yes, yes, Chad. Leave me be. Aber dass die Affäre so dicht bei der Wohnung ist, ja. Ich weiß nicht, ob das so gut ist. Das ist ja bloß die Straße runter. Can I help you? Hello. I don't think we've met before. You're Wendy, aren't you? Right. I'm Mina. I do business with your dad. I know who you are. Okay. Oh. Good. Gute Nacht, Sascha. Well, going anywhere nice? Und schlaf gut. Nope. Okay. Well, I better go. It was lovely to meet you. Sure. I like your wedding ring. By the way. Hey, you. Didn't expect to see you today. Did you tell your daughter I'm married? Is that a problem? How much does she know? I don't keep secrets from her. She's a grown-up girl. Oh, well. I'd probably hate me in her shoes. Probably. No need to sugarcoat it. Anyway, you gonna invite me in? Boah, ich bin da erschrocken gerade eben, als der Controller vibrierte. Obwohl, das ist doch nicht direkt daneben, ne? What? Hello, Mr. Spider. Good to meet you. How are you? Is this a wind-up or something? I got your number from a friend. I'm looking for some gear. I don't know what you're talking about. Guck mal, wer da sitzt. Ah, well, that's a shame. If you're not interested in my money, I'll have to phone that other guy. Come to the alley off Cherry Tree Lane in about 30 minutes. Das ist wieder so spät. Das ist doch nach 19 Uhr. Oh, warte mal. Hey, Babe. Kannst du auf dem Weg nach Hause Milch mitbringen? Schon gut, ich habe selbst welche besorgt. 3 Stunden später, sie hat nicht reagiert. Wann kommst du nach Hause? Nochmal eine Stunde. Über anderthalb, Babe. Sorry, ich hatte den ganzen Tag Besprechung, musste mein Handy ausschalten. Jetzt bin ich aber auf dem Rückweg. Hast du schon gegessen? Okay, mach dir keinen Kopf. Ich habe mich gefragt, wo du warst. Ja, Dylan und ich haben noch etwas gegessen. Ich habe dir aber etwas aufgehoben für den Fall,
dass du noch nichts gegessen hast. Danke, tut mir leid, diese Woche wird es manchmal etwas später, ist viel los auf Arbeit. Ich verstehe. Danke. Hey Babe, ich bin kurz raus, um Dylan vom Karateunterricht abzuholen. Falls du dich wunderst, wo ich bin, wenn du nach Hause kommst. Ich kann mich nicht erinnern, ob du was dazu gesagt hast, aber isst du heute bei deinem Vater? Ich habe einfach mal genug für dich gekauft. Wenn du mir in der nächsten Stunde oder so sagst, wann du wieder da sein wirst, kommen wir alle zusammen essen. Sorry, ja, das wäre wundervoll. Ich bin gerade auf dem Weg zu meinem Dad. Sollte nicht allzu lange dauern. Wenn ihr warten könntet, könnten wir so gegen 20 Uhr essen. Super. Gut, dann warten wir auf dich. Grüße Samir von mir. Könnt ihr auf mich warten? Dan, tut mir leid, aber ich werde kurz vor ins Büro gerufen. Könnte Dylan und du noch etwas länger warten? Wie lange wirst du noch brauchen? Optimistisch. Vermutlich nicht länger als eine Stunde. Okay, wir können auf dich warten. Es wäre schön, diese Woche wenigstens einmal als Familie zu essen. Denkst du, du kannst vor 21 Uhr da sein? Ist er sich sicher? Ach komm. Ich bin auf jeden Fall bis 21 Uhr da. Vermut mir bis dahin nicht. Wir sehen uns bald. Das ist okay. In der Zwischenzeit mache ich meinen Snack. Bis später. Oh, oh, oh. Es ist auch absolut bescheiden, diese Rollen spielen zu dürfen oder zu müssen, ja? Du versetzt dich ja jetzt in die Rolle einer, klingt halt so abgedroschen, aber in einer Ehebrecherin. Ihr scheint ja die Beziehung, die Ehe ja auch wichtig zu sein und die Familie, aber sie scheint auch entweder jobbedingt oder ähnliches, keine Ahnung, ja sehr gefühlskalt zu sein. Und dann ist der Rest alles eingeschlafen und sie sucht halt eine Ablenkung. Oh, der ist unwichtig, hat kein Gesicht. You the bird on the phone. Who else would I be? Let's do this then. What are you after? Jesus. What are you playing at? You do all your deals around the back of a primary school? Anyway, this little business, it's over. No more dealing, no more clients. You're done. Find another profession. You what? A bit thick, aren't you? Which part do you want me to repeat? Or do you need it handwritten in block capitals? Maybe I can email it to you. Got some mouth on you. Jog on, love, before I take it to heart. Oh dear. Wrong answer. I'm afraid I'm going to have to hurt you now. You serious? Oh mein Gott. Guck mal, ist immer noch 120-80 der Puls. Und Blutdruck und Puls auch. Müdigkeit, okay. Kann es kaum erwarten, den Idioten wieder weich zu prügeln. Wer ist der Typ? Mein Gott, ist das ein grässliches Hemd? Ich könnte daheim im Warmen sein. Kann ich glauben, dass du mich da reingeritten hast, Dad? Nicht vergessen, auf dem Weg nach Hause in den Laden an der Ecke zu gehen. Okay, wir machen erstmal das da. Zitternde Hände, schwitzige Handflächen, lassen vermuten, dass er zum ersten Mal eine Klinge hält. Klinge hat eine geringe Reichweite und ist stumpf. Schwacher Griff liegt nahe, dass er sich mit hoher Wahrscheinlichkeit entwaffnen lässt. Okay. Unpassendes Schuhwerk. Socken ohne Schuh erhöhen das Risiko, Blasen zu bekommen. Verminderte bipedale Leistung. Modebewusstsein weist Symptome eines Schwachkopfes auf. Schlechte Haltung, hat die Angewohnheit, einen Buckel zu machen. Sein Gleichgewichtszentrum ist gestört, wahrscheinlich aufgrund mangelnder anaerober Bewegung. Nee, anaerober, nicht anaerober. Mundgeruch, disziplinloser Umgang mit der Mundhygiene. Gelbe Flecken auf Zähnen und Lippen weisen auf übermäßigen Nikotinkonsum hin, deutet auf einen willensschwachen Gegner hin. Bedrohungsstufe 1,2, erbärmlich. Ow, ow, yeah, that's my arm. Gavin Briggs, flat 114, Oriel House, the Villas. Very nice. You've done well for yourself. Hopefully this gets my point across. What do you think, Gavin? Yeah. What was that? Yes, absolutely. Good boy. I'm gonna keep hold of this license, just in case I ever need to hand it in to the authorities. You're not the police? Who the hell are you? I'm just a bird on the phone, Gavin. Jog on. Das war nicht schlecht. Das war nicht schlecht.
No woman disrespects Spider. You've got bare bad things coming your way. Oh. Oh. Ach so. Du bist so tot. Wenn du mir nicht meinen Führerschein zurückgibst, schlage ich die Birne ein. Die Binre ein. Birne. Spiel mit ihm. Grammatikpolizei, ernst gemeinte Warnung. Gavin, das lässt sich alles als Beweismaterial verwenden. Ich rate dir, mich nicht noch einmal anzuschreiben. Genau so ist es. Ist doch nicht direkt nebenan, ne? Ich glaube, er folgt uns. Ist es noch rechtzeitig? Ja, ist rechtzeitig. Having fun with your extracurricular activities. Was? What? You know, all the extra work you've been doing. You should be getting paid overtime for working so hard, so late. Why do you always have to work late, Mom? I feel like I'm being ganged up on here. Mom has a really important job. It's like a big competition where the best win. And Mom is the best. You're the best as well. Certainly the best cook in this family. Right. Bedtime. Oh, really? Yep. Come on, Dylan. I'll tuck you in. Oh, Dad, can't you do it? Listen to your mum. No, that's quite all right. Let him make his own choices. Good night, Dylan. I'm gonna have to cancel tonight. Why? What's wrong? It doesn't matter. I just can't make it, okay? Okay. So when can I see you? Let's play it by ear. I'll text you. Ich glaube, das mit dem Sohn war gerade so ein richtiger... Weiß ich nicht, so ein Schlag ins Gesicht, oder? Diese Abfuhr. Oder? At Q3D, we're dedicated to making your life easier. Automation, machine learning. Ach, das scheint so eine Art Tarnfirma zu sein, hä? Hier so eine. Q3D, seizing the future. Hughes, you didn't disappoint. I had a look through your examination results. They're very strong. Er hat einen Weckruf, genau. That's great to hear. When do we get started? Not quite yet. I want to give Amy another shot. We're going to do another round of interviews. Just the two. What? But she has next to no experience. I'm your lead on this. This assignment means a great deal to me. There's a long personal history attached to this. You can understand why I want to be absolutely sure I have the right person. Why her, though? I'm not afraid of a little competition. Okay. Bring it on. There she is. Kann es sein, dass sie oder ihre Firma vielleicht die zentrale Schlüsselstelle ist? Die alle, also die links und rechts miteinander verbinden? Denn hier links, ne, der alleinstehende oder alleinerziehende Vater. Rechts haben wir eben halt die Tochter, ne, die eben halt dieses Engelswesen gesehen hat. Aber irgendwas, also bis auf diese analytischen Fähigkeiten, sehen wir ja bei ihr nichts. Also zumindest jetzt nichts Dramatisches, darauf will ich hinaus. Das scheint so ein richtig stinknormales Leben zu sein, nur eben halt mit dieser Analytik-Sache da drin. Und wahrscheinlich für die Firma, für die sie arbeitet. Vielleicht ist sie das zentrale Element an der ganzen Geschichte, die ganzen Geschichten, also ihre Geschichte und die Geschichte jetzt hier von John Smith und von der anderen hier rechts, steht ja leider gerade nicht da, miteinander verbindet.
Wer weiß, wer weiß, wer weiß. Aber, wie ich schon zwischendurch gesagt habe, auch wenn das zumindest als Trin eine Art angefuchst war, geht's hier mit diesem Spiel definitiv weiter. Weil ich möchte gerne wissen, wie es hier weitergeht und wie das sich dann nachher auflöst. Ganz grob nochmal, ich finde das Gameplay, es ist sehr einfach. Und ich glaube, man kann es vielleicht als eine Art indirektes Walking Sim, also eine interaktive Story wirklich vergleichen mit ein paar Aktionselementen. Das heißt, man kann sich zwar bewegen, aber sehr begrenzt. Man hat Entscheidungsmöglichkeiten. Da bin ich gespannt, später dann rauszufinden, ob es dann vielleicht auch unterschiedliche Wege, Pfade gibt. Ne? Hier an der Stelle, auch der Grafikstil sieht gut aus. Ne? Das wäre, ja stimmt, du hast recht. Der Vater hat aufgrund der Drogen diese Wesen gesehen, die anderen haben aber ohne Drogen diese Wesen gesehen. Nächstes Mal spielen wir mit dem Doktor weiter. Okay, was für ein Doktor? Jetzt musst du mich gerade abholen. Bewusste Anspielung. Da musst du mich jetzt abholen, Wolli. Das, da bin ich jetzt zu langsam. Das ist zu spät für so eine Zusammenhänge und Bezüge. Aber nichtsdestotrotz. Also mir gefällt das Spiel, auch wenn es halt recht trivial ist, weil das Spiel einfach mal eine gut verpackte und dargestellte, verzweigte Geschichte erzählt. Eine fantastische, also eine mystische oder überirdisch, außerirdisch, wer weiß. Ne? Also lässt sehr viel Raum zur Spekulation. Ach so, ja, genau, okay, Ich verstehe. habe ich übrigens dieses eine in Gänsefüßchen Handyspiel, ne, habe ich da. Also theoretisch könnte man das auch spielen. Geht einen Abend. Also ähnlich so wie Echo Quest gestern, könnte man das mal so als Zwischending dann dazwischen packen und hat so als Setting The Weeping Angels. Mal schauen. Gut, hier soll es an der Stelle gewesen sein. Vielen, vielen, vielen Dank fürs Zusehen. Schönes Spiel. Wie gesagt, machen wir weiter. Und morgen muss ich in meinem Terminplan gucken, also in den Aufnahmeplan und so weiter, ne? Was wir morgen rannehmen. Samstag, hatte ich ja gesagt, es steht definitiv The Witcher dann an auf YouTube. Und Sonntag irgendwas wieder von den Sachen, die gerade laufen. Also sind wir gespannt. Schlaft gut, träumt was Schönes, bleibt gesund und ja, bis demnächst. Euer Firefox.